Hallo und herzlich willkommen. Spontanaufnahme. Ich war jetzt kleine Weile unterwegs und wollte eigentlich nur Zeug in der Safe Zone abgeben. Jetzt bin ich beim Westview Outpost und habe mir gedacht, Alter, hier ist die Hölle los. Ich nehme mal lieber einfach auf. Sicherheitshalber. Ja, da hinten sind zwei, drei von denen. Also hier ist krass viel los und ich will wissen, was das Piepsen ist. Und sicherheitshalber lass ich einfach mal die Aufnahme laufen. Und hier ist der Outpost. Ja. Alter. Und ich dachte, ich verrecke. Hey. Ach, da ist Mongo. Ja, ich weiß aber auch nicht, was das Piepen bedeutet. Ja, mach so. Ich laufe dem jetzt hinterher und knall den ab. Aber vorher knall ich Sachen in meinen Global Inventory, denn ich will nichts Wichtiges verlieren. Sowas wie... So Looting-Zeugs halt. Crunchy Bands behalte ich. Nichts Wichtiges, dann machen wir das mal lieber rein. Ein Revolver... Ne, das läuft jetzt. Lakeside Outpost. Oh, es leckt ein klein wenig. Stand ein Päckchen. Oh. Nicht bei uns, das ist gut. Nee, ist kein Päckchen. Wenn es bei uns wäre, würde ich sofort den Auslog-Button hier klicken, bis zum geht nicht mehr. Ich würde echt gern wissen, was ist das für ein Ton? Kommt scheinbar von dem, nur was macht der? Ich frag ihn mal. Womit legt er da so Anti-Never-Dinger hin? Na, was sagst du? Ich hätte gerne, dass der in den Chat guckt, wa? Und ich hab mal gewusst, wie man, Hi. Oh, hi. Naja, ich glaube, das bollert nicht so. Da just looking gemacht. Ich würde halt gerne im Chat kurz reden, aber ich glaube, der ist halt... den habe ich auch ausgemacht, warte mal. Oh, das könnte jetzt vielleicht laut werden. Ich weiß nicht, wie laut der eingestellt ist bei ihm. Weiß ich nicht. Warte mal, ich teste mal eine Runde. Okay. Gegner hinter dir. Okay, er hat das Escort-Päckchen. Ja gut, dann ist mir egal. Schade, Schokolade. Naja, gut, dann denke ich mal, ist das hier vielleicht doch unwichtig für die Aufnahme. Aber, wäre ich fast runtergefallen, ne? Fast runter! Yay! Aber ich habe diesen verfickten Outpost gefunden. MTO, LZ, RTO. MTO, LZ, RTO. Okay, naja, was ist da? MTO mal wieder. MTO ist Museum. Boah, das... Zum Museum her, da habe ich keinen Bock zu laufen. Dazu ist die Under Attack, ne? Wenn, dann würde ich zu Lakeside gehen. Ist auch vollstellbar.
Oh, damit übrigens das letzte Mal aufgehört. Ich bin aber in der Zeit, wenn ich schon einmal hier beim Tower Outpost gespawnt und hier einmal gespawnt. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt helfen soll bei der Eskorte, aber... Alter. Gut, komm. Alter, diese Geräusche. Diese fucking Geräusche, ey. Wenn ich jetzt hier lang gucke. Ja, ich glaube, die laufen dem gerade alle hinterher. Da ist er richtig geil verschissen, Junge. Ich glaube, ich werde auch meine Waffe jetzt einmal mal dick ins Global Access reinwerfen. Einmal damit ich sie sicher habe, weil ich jetzt halt ein wenig erforschen gehe. Ich würde sagen, wir knallen einfach alles rein, weißt du, im schlimmsten Fall in einem Nahkampf-Style können wir alle wegballern. Ah, ja, komm, hau rein. Da machst du die auch noch rein. Ach, ich habe zwei von denen. Ach so. Ja gut, dann komm, machen wir mal kurz mal hier. Da. Unload. Und die... Na, zwei. Nachladen. 8 von 7, ja, wunderbar. Die da... Dann kann ich die eine, kann ich ja eigentlich behalten. Oh mein Gott. Das ist alles nicht geordnet. Hey, kotzt mich jetzt schon an. Dann behalten wir die einfach. Crunchy Bands Päckchen können wir behalten. Wenn ich überleben, müssten wir eigentlich. Es wäre auch schade um die Level. Hey, da habe ich keinen Bock, dass ich verrecke gegen den Levels. Wir haben unseren Katana dabei. Das müsste funzen. Ja, dann sagen auf ins Getümmel. Richtig geil, auf ins Getümmel. Das schaffen wir nicht. Naja, gut, dann gehen wir auf den halbwegs normalen Weg hier runter. Wie ist denn der mit der Eskorte? Da ist er gerade. Naja, hat er geschafft. Ich würde sagen, der rennt halt jetzt gerade... Geld durch. Boah, ich hab keinen Bock hier aus der Safe Zone rauszugehen. So kein Bock hier rauszugehen. Da ist noch ein Wasser zum Fliegeviech. Boah. Und einer hat's auch geschafft. Das Geile ist, weißt du, ich weiß genau. Da steht schon einer, wa? Na, wir machen das mal so. Try it, baby. Ja, gut, wir können nicht angreifen, weil wir noch protected sind. Schade, schade. Aber wir können scouten. Und was wir bis jetzt gesehen haben, ist natürlich nicht geil. Könnt ihr mich einen Scheißtrick machen? Na gut, dann trauen wir uns aber mal raus. Hier dritt, was ist eigentlich hier überall? Ich würde sagen, weißt du, ich schlag mal vor, wir gucken mal, was an dem anderen Rand ist. Vielleicht ist da Map-Ende oder irgendwie sowas, aber wir wollen da mal kurz nachspickeln. Alter, überall Fliegeviecher hier. Gefährlich hier. Richtig gefährlich. Noch können wir laufen. Eins, zwei. Der hat noch einen dritten. Was machen die alle hier? Reaper survived, ja gut.
Mit dem außer Sichtweite gehen, ja, das haben wir gut gemacht. Da läuft einer. War mir erst nicht sicher, aber da ist doch einer. Dann crouchen wir nochmal kurz. Wenn wir crouchen und die uns nicht bemerkt haben, ist es ziemlich safe. Wenn ich jetzt rennen würde, würden die echt alle auf uns aufmerksam werden. Dann wäre ich echt gefickt. Oh, Päckchen. Päckchen ist immer gut. Komm, gib her. Travel Bag. Oh, oh. Wo? Ja gut, nicht bei uns. Gut, dass uns niemand mit diesem riesigen Katana sieht. Ich dachte schon, es wäre ein Watcher da hinten, Alter. Da hinten brennt. Dann ducken wir uns nochmal. Aber wir müssen links lang. Lol. Telefon bei mir. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Kleinen Moment. Yay, Leute, ich bin wieder da. Das Telefon hat mal ein wenig länger. Deswegen habe ich mich ausgeloggt und ihr seht schon, was passiert ist. Ich bin hier. Ich war vorher da oben. Ja. So geht das, ne? Meine Päckchen zum Tragen habe ich auch nicht mehr. Hab ich gerade eben gemerkt. Oh. Welche Safe Zone? Da hinten, okay, ist mir scheißegal. Dann gehe ich mal zur Lakeside Safe Zone und... Und wenn das einer ist, dann baller ich den jetzt weg. Ja, haben wir ja schließlich keine Angst hier. Kann's nix, wa? Sieht denn das aus? Ah, okay, das ist das hier. So ein Shriekerbein. Da hinten habe ich das Leuchten, das Blinken sehen. Überall fehlen. Was stimmt da? Tribe Recruiter, okay. Da schon wieder irgendwas hier. Safe Zone? Schon? Okay. Can't fire in a safe zone. Steht noch nicht da, aber scheinbar bin ich schon in der safe zone. Ja gut, okay. Läuft. Ach ja. Ach Mann. Wo geht's denn da? Nach rechts hier. Ah, da. Ja, wenn man fragt, dann kommt's, ne? Also hier, dann klappt das. Und ich weiß noch nicht genau, wohin gehen. Ich dings hier gerade einmal noch rum. Überleg gerade, ob ich Päckchen sammeln gehe. Und dann aber weiterlaufe, weil ich habe hier echt eigentlich... Ich habe hier nichts zu tun, wa? Ich hab kein Päckchen, ich habe gar nichts. Ich hatte Päckchen, aber die wurden mir weggeklaut. Geiles Wort, weggeklaut. Join a tribe bin ich schon, bitch. Hope, Stalkers, Fukunami. Leck mich fett, Alter. Ich bin schon einer. Shadow Reapers. $50, ey. Kannst du knicken, Alter. Viel zu teuer. Ich bleibe in meiner coolen Gilde. Ich weiß nicht mal, wo sieht man das eigentlich? Character. Katana. Social, womöglich da. Current Tribe, Sons of the Apocalypse. Friendly. Ja gut, das hört sich schön an. Reset Reputation, Leaf Tribe. Reset Reputation. Was denn das? Nö, lass ich dann lieber.
Gut. Kann man wohl noch nichts Gescheites machen. Ich will jetzt ein Päckchen finden. Das ist sonst langweilig. Oder muss ich hier Monster Hunter... Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das hier da? Da muss man ein Päckchen abgeben, das Looting-Päckchen oder wie? Komm, wir gehen jetzt mal hier unten, stellen uns hier Gottes Gnade Falle auf uns herab. Woo! So, okay. Genug rumgeblödelt. Wir blödeln jetzt woanders rum. Aber wir haben mehr Päckchen suchen. Hinten lief einer, hab ihn gesehen. Da. Escort Package. Komm, Ausdauer. Du willst es auch. Na, Spade, irgendwas. Ja. Geiler Name. Oh, Päckchen. Komm, okay. Er hat hier Riverside Outpost, okay. Oder? Echt Riverside? Ja, Riverside Trading Outpost. Das ist das T dazwischen. Okay. Ja, kann man noch ein RTO, dann läuft das, ne? MTO, Museum Outpost. Da haben wir zwei verschiedene. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt früher finden. Oh, wieder nicht auf die Ausdauer geachtet. Shitty. Dauert wieder eine Weile. Bis unsere Ausdauer recovered ist, weil Anglizismen tight sind. Leben regeneriert sich auch nicht. Im Gegenteil, es sinkt. Oh mein Gott. Mein Leben sinkt und ich habe es nicht bemerkt. Da, wir müssen jetzt erstmal richtig dicke gegen eine Stange laufen, ja. Wir müssen jetzt erstmal hier Essen kaufen. Jetzt verrecke ich hier. Hab ich so viel gelaufen. Krass. Ah, Trade. Ah, wo ist denn dieser... eine andere rote Shop da hinten? Na, können wir eh drücken. Komm, gib her. Consume. Und nochmal. Drück dir die Scheiße rein. Kleinen Moment. Oh, wieder da. Schwesterchen hat was gefragt. Store, und wir kaufen was. Wir kaufen aber das hier. Das ist nämlich viel, viel besser. Geiles Dosenfutter ist viel, viel besser als das andere, den anderen Scheiß, den wir kriegen. Und da wir jetzt hier Canned Food gekauft haben mit unserem eigenen Fleisch und Geld, Fleisch und Geld, ne? Müssen wir auf jeden Fall hier eine Delivery Mission machen, um das Geld wieder ranzutreiben. Ja, ist halt hier so Päckchen finden. Päckchen. MTO, Museum Trading Outpost, okay. Und das Päckchen, und das Päckchen. MTO. Wir können es nicht tragen. Oh, ich sehe schon was richtig Gutes. Wir droppen jetzt das hier. Nehmen uns das für das Museum mit. So, dann können wir erstmal hier kurz. So. Nein. So, jetzt. Museum. Alles blauer Trader. Wir haben hier ein wenig überschritten, aber das ist scheißegal. Und wir sehen, die Safe Zone ist under attack. Also haben wir sogar einen Challenge hier, ne? Wir werden jetzt also hier zum Museum gehen, während das Museum under attack ist. Ja, und geil abgeben, wa? Ah. Das ist dieses doofe Ding, wo man außen rumlaufen muss. Ich hoffe, ich hab nicht Unrecht. Ich gehe mal lieber schnell weg, bevor der irgendwie hinterherläuft. Mir doch Böses will.
Da wir noch safe sind, können wir Ausschau halten. Okay, alles geradeaus. Was halt scheiße ist, wenn wir jetzt verrecken würden, ne? Sagte er und... sein Monster. Da können wir nicht lang. Boah, ich hab mega Bock, den einfach wegzubambaschen. Ne? Wird schon so. Ja komm, das ist ein Einzelner, den kriegen wir noch weg. Pirschen wir uns erstmal langsam ran. Oh, da hinten links ist was. Da hinten ist auch was. Drei Sachen. Also für drei Sachen mache ich dieses Viech hier fertig. Wir pirschen uns langsam an ihn heran. Der darf uns nicht hören. Er will sich jetzt umdrehen. Na, so halb. Jetzt will er sich zu uns umdrehen. Nee, immer noch nicht. Dann kriechen wir schon mal hier lang. Und halten hier hinter dieser sicheren Säule. Oh, jetzt geht er auf uns zu. Natürlich sieht er uns nicht. Wir sind nämlich hier perfekt getarnt. Keiner hat die bessere Tarnung als wir, ne? So. Na gut, jetzt hat er uns gesehen. Aber da hat er Glück gehabt, dass er uns getroffen hat. Können wir nicht mitnehmen? Ja, scheiß drauf. Brauchen nur was. Wir können kein Geld aufnehmen, weil es zu viel ist. Ah, dann essen wir erstmal einen dicken. Also das ist doch echt ein Scherz. Na gut. Ich will hier Geld aufnehmen. Extra large, das sind 30 Geld. Das ist das, was ich gerade eben gefressen habe. Wenn ich jetzt hier wegwerfe, 100 pro, sagt er mir, nein, kannst du nicht aufheben. Oh, weil das Spiel aber manchmal so ein richtiger Mongo ist. Na gut, die spawnt jetzt eh gleich. Dann rentiert sich überhaupt nicht, hier irgendwas aufzuschließen, weil wir es eh nicht mitnehmen können. Da ist er. Kannst du nix. Never skin. Genau nicht, weil es zu schwer ist. Genau, jetzt sind es sogar vier. Boah, nervt die. Ich glaube, wir gehen hier erstmal hier weg. Machen es einfach so. Wir geben einfach die Kacke jetzt da hinten ab. Oh, die Eskorte. Die läuft da hinten rum. Ungut, hier gehen wir nicht lang. Chillt ein Golem. Ich glaube jetzt, ab ungefähr hier, fängt die Kacke auch richtig geil an zu dampfen, ne? Jetzt müssen wir hier bis zum Museum, das da hinten ist, hier sneaken und hier hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Na komm, tauch auf. Hat uns gesehen. Wir haben schon ausgeholt, wir sind nämlich richtig gut. Wir haben gewusst, er kommt auf uns zu und bam, haben wir schon die Klinge geschwungen, bevor er da war. Und haben ihm richtig geil gegeben. Weil wir auch solche richtigen Motherfucker sind. Wir geben einfach allen. Instant. Oh,
Wir fühlen uns jetzt erstmal richtig gut sicher. Laufen wir erstmal richtig geil eine Runde, weil, hä? Ja. Lieber mal auch im Haus als außerhalb. So, wir laufen jetzt mal kurz hier lang. Ich muss gerade Jeremy noch eine SMS schreiben, weil der wollte eigentlich mit mir zocken. Aber der Sack hat sich verspätet. Deswegen auch diese Extra-Folge alleine. Ah, jetzt bin ich schlecht gelaufen. Ausschau halten. Nichts gesehen. Alles safe. So, wir stellen uns jetzt mal hier hin. Gut, ich sehe nichts. Das Under Attack scheint wohl nicht so stark zu sein. Außerhalb hier. Aber wir gehen trotzdem hier ganz langsam voran. Noch hören wir keine Viecher. Okay, ich habe gerade eben das Gefühl langsam, dass hier bald die Kacke am Dampfen sein wird. Am meisten, weil ich hier schon wirklich im Museums-Outpost drin bin. Und ich wundere mich immer noch, ich wundere mich echt, dass hier niemand ist. Mit niemand meine ich natürlich keine Spieler. Weil das ist mir irgendwie klar, dass hier keine Spieler sind. Ich meine fucking Dämonen. Ja. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. So. Sneaky. Da habe ich einen gesehen, glaube ich. Nee, es war das Feuer. Doch, da hinten ist einer. Hinter uns ist sicher. Mal kurz nachchecken. Sicher. Eins, zwei. Es ist ganz geradeaus. Da ist ein einziger nur gerade. Ein Watcher ist da auch. Uiuiuiui. Sieht nicht gut aus. Ich würde sogar sagen, es sieht mega beschissen aus. Denn ein Watcher ist eines der stärkeren Viecher. Jetzt mal hier lang. Ich schätze auch gerade echt meine Bilanzen ab, wie die Chancen stehen. Wenn jetzt nur beispielsweise nur ein Shrieker und ein Watcher da wären, dann würde ich, glaube ich, die Hälfte von meinem Leben verlieren. Oh, ich habe was gehört. Links von mir ist einer. Bleiben wir jetzt mal hier. Wunderbar. Ich habe keinen Bock hier hochzugehen und zu gucken. So wie ich Never kenne. Ja. Schwingen den Säbel schon mal. Easy. Ne? Keine Keys. Puh. Wir leveln auch gerade nicht hoch. Ich würde auch echt lieber warten irgendwie, bis die Scheiße vorbei ist, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich unterbreche die Aufnahme jetzt erstmal für 10 Minuten und chill jetzt einfach hier noch ein wenig rum, damit es für euch nicht so langweilig wird.
Obwohl, komm. Ich will hier auch nicht meine 23 Level riskieren. Ich werde erstmal Kubi mich richtig geil auslachen. Gut, wir versuchen es von der Seite. Da hinten kommt ein Schicker auf uns zu. Da hinten steht einer. Wieso kommt der hier lang? Müllsack, beschütze mich. Wenn du eine verbackte Textur bist. Lol. Man sagt so easy, ne? Elf Minuten. Na. Wir sagen, wir machen das jetzt echt so. Ich chill mich jetzt hier rein. Ich kenne die Situation schon, ne? Wir waren schon mal in dieser Situation. Wir haben gesagt, hier ist sicher, aber dann war es doch nicht. So, jetzt chillen wir uns einfach hier rein. Und in circa 10 Minuten, wenn da noch eine Minute irgendwie sowas steht, sind wir dann wieder da. Also, bis gleich. So, wieder da. Anti-Never-Devices sind wieder hergestellt. Und da steht auch schon der erste Mongo. Ist mir egal, ich laufe aber in die Safe Zone rein. Oh. Ja, ging ja schnell, wa? Hammer. Den habe ich ja mega weggehauen. Ja, was für Päckchen habe ich denn eigentlich da? Blue Trader. Das ist der Ficker da hinten. Der Watcher steht da immer noch. Ungeil. Peilert nicht. Heißt, ich kann nicht traden. Oder war das nicht der Blue Trader? Sollte ich mal nachschlagen, was Blue Trader, was Compromised heißt. Das sieht halt für mich blau aus, ne? Nicht rüberkommen, Watcher, nicht rüberkommen. Ich kann also immer noch mit niemandem traden hier. Ist ja scheiße. Okay. Nein, nehme ich Zeug von dem mit. Dafür kann ich ein Päckchen opfern. Drop. Interessant. Ich will nicht von hinten umgenockt werden. Small Cash, hört sich gut an. Ammo. Blut. Hunter Rips. Ne, Butterknife will ich nicht. Shrieker Zeug. Tada. Too heavy. Na, guck mal nach, was kann ich wegwerfen? Pff, die habe ich schon. Ah ne, das können wir wegwerfen. Zigarette können wir wegwerfen. Rucksack können wir wegwerfen. Ich würde mal sagen, der konnte halt echt nix, wa? Watcher Eyes habe ich gesehen. Gorge Barrel ist wichtig.
wichtiger als so manche andere Scheiß. Ich würde sagen, der hat heroisch gekämpft und hart verloren. Na nochmal. Ich hab sie gepeilt. Ich glaube, ich werde diesen Watcher jetzt einmal zerficken. Nachdem wir was gegessen haben. Ist da links, ne? Wo ist denn der hin? Hallo? Watcher! Ja, läuft bei dem. Da ist er. Oh, Leggy. Ist er? Nee, ich habe ihn gekillt. Ich hab das Gefühl, hier spawnen wieder Monster. Entweder wieder oder immer noch. Da hätte ein Fliegeviech. Ja. War da einer? Ja, da ist ein Shrieker. Boah, komm, jetzt sieht mir auch Stress aus hier. Jetzt habe ich keinen Bock mehr länger zu warten. Ja, auf Kriegspfad. Wir sind auf dem Kriegspfad, nicht auf Kriegspfad. Pfad, Junge. Na, wo ist er? Die rennen gerade alle von mir weg, oder? Naja, gut, Leute, ich würde sagen, naja, schade, dass hier die Trader noch nicht bereit sind, mit mir was anzufangen. Aber das ist jetzt womöglich dann das Ende der heutigen Aufnahme. Uiuiui, weg hier. Na, kommst du her? Zack, weg mit dir. Level 25 geworden. Das kann ich als Ende durchgehen lassen. Vielleicht nehme ich noch mal 2 Minuten auf, wenn hier die 22 Minuten abgelaufen sind. Ich keine Ahnung, welches Level erreicht habe. Aber ich werde mich jetzt erstmal hier reincampen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!